So, hallo liebe Follower. Heute sind wir in der Region Lampang unterwegs und wollen uns mal einen Braunkohlepark anschauen von einem ehemaligen Braunkohlekraftwerk. Und natürlich gehen wir auch noch was essen und machen verschiedene andere Sachen in der Stadt. Also, dann bis gleich. So, Spare Ribs. Großes oder ein halbes. Die Preise 599 Baht oder 399 Baht, das geht noch. Die Spare Ribs sind da, sieht natürlich echt gut aus und groß. Dann wollen wir mal gucken, ob es auch schmeckt. Hallo Lisa, ist gut. Test the Spare Ribs. Spicy. Not spicy? Nein. Okay. So, jetzt machen wir eine kleine Stadtrundfahrt. Und zwar mit einer Kutsche und einem Pferd. Wollen wir mal schauen, was das gibt. Hier in Lampang. Ah, da gibt es was zu essen. Von dem Pferd. Was haben wir hier? Aha, hier. Oh, das ist auch gut gelöst, damit man nicht die Kacke auf der Straße hat. Gut, gut, gut. Ja, hier gibt es so einige. Ich bin mal gespannt. Wir machen das jetzt mal. Mal sehen, was das kostet. Ah, hier wird schon verhandelt. Aha. 400, 1 hour. 1 hour 30 minutes. 400 Baht. Also anderthalb Stunden, 400 Baht. Let's go. The horse is very loud. Das Pferd ist sehr laut. Achtung. Mitten im Straßenverkehr in Lampang. On the road in Lampang. So, das ist die Kutschfahrt gewesen hier in Lampang. Wer daran Interesse hat, sollte das ruhig mal ausprobieren. Es ist mal ein Erlebnis wert. So, wir sind jetzt beim ehemaligen Braunkohleabbau für das Kraftwerk Memo, das 1972 gebaut wurde und jetzt eine Leistung von 2400 Megawatt hat. So, das ist das größte Braunkohleabbaugebiet hier in Thailand. Und das ist hier das Gebiet. Schön angelegt erstmal hier oben. Das ist wohl das ehemalige hier, das Abbaugebiet, was jetzt weiter nach da unten verlagert ist. Kann man das sehen? Ja. Das ist so ein alter amerikanischer Jeep hier. Ja, schon leicht abgerostet alles. Many Rust. Ja, ich vermute, dass das welche von den ersten Geräten hier gewesen sind, die auch mit den 70er Jahren angefangen haben. Und auch hier ein Bagger. Oh, wohl alt, aber ganz schön groß. Very big, old but very big. Aha. Noch ein etwas kleinerer. Hier ist die Tür offen, hier kann man mal reinschauen. Das ist der Arbeitsplatz gewesen. Aha. Das war bestimmt mächtig laut hier drin. Interessant. Oh, alles alte Maschinen hier vom Bergbau. Oh, wir können hier noch mal kurz lang gehen. Zeige ich euch auch noch mal. Oh, das ist auch very old. Das ist auch ein altes Gerät zum Kohleabbau. Oder ein Anhänger. Ein Waggon vom Zug, ne? Logisch. Oh!
die Lok dazu. Oh, da kann man mal reingehen, denke ich. Hier ist offen. Ja, ein bisschen verbogen alles, aber... der Arbeitsplatz. Ja, das hat alles ausgedient, ne? Grandios. So, hier machen die Kinder ein bisschen Spaß, rutschen mit Matten hier den Hügel runter. Ja, so kann man alte Braunkohleabbaugebiet auch nutzen. Das ist mal eine gute Idee. Oh, die Rodelbahn hier. Sommerrodelbahn. Let's go. You're not so fast. Ja. Come back me, quietly. Ja, ja. Slow, slowly. Sleeping good today in the evening. So, hier können wir nochmal richtige Bagger sehen. Vom Braunkohleabbau. Die sind natürlich echt riesig. Was haben wir hier? Ein paar. 4, 5 Stück. Wow, riesig groß. Das ist meine Schaufel hier. Nice. Oh, es sieht aus, als ob sie repariert haben. Hier sind Schweißpunkte drauf oder Schweißnähte. So, wir sind jetzt bei einer Familie hier zu Hause. Das ist wirklich auf dem Land und naja, ich will nicht sagen in den Bergen, aber doch schon ziemlich abseits gelegen. Und wir dürfen hier heute an der Familienfeier mal teilnehmen und mal einen kleinen Einblick bekommen, was es hier so zu essen gibt und so weiter. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. So, wir sind jetzt zu Besuch bei einer thailändischen Familie und hier gibt es typisch thailändisches Essen. Das ist Papaya-Salat. Das ist so eine Art Bambus da hinten. Salat. Fisch. Wieder Salat. Der Fisch wurde gegrillt hier. Da liegt noch ein Fisch. Ja, und dann wird gemeinsam gegessen. Auch die Hunde sind mit dabei. Und Bier. Und Bier. Papaya-Salat, genau. Ja. Und ein Meat Shop. Was ist das? Meat Shop. Meat Shop. Ja. Aha. And this one? It is same, but this is cooking, this is raw. Aha, okay. Yeah. Aha. That's the fish barbecue. Yeah, I know. Oh, hier sitzen alle gemütlich beisammen. So, wir haben die Familie jetzt verlassen und sind noch mal etwas höher in die Berge gefahren, denn hier gibt es so eine Blumenplantage, die wir uns jetzt auch noch mal eben anschauen wollen. So, das hier ist ein Homestay. Da kannst du im Prinzip ja hier zelten in den Bergen, ne? Ja, oder zelten in so einen kleinen, ja, Kuppeln. Ja, eigentlich sind es Zelte, gell? Sowas wie hier.
So, es ist eine riesige Hand hier, die hier aufgestellt wurde. Kann man hier sehen. Ja, da kann man Fotos von machen. So, das Video neigt sich jetzt dem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und lasst auch hier ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr von unseren Videos verpassen. Bis dann, bye bye, ciao, ciao.